Und damit begrüße ich euch, liebe Leute, zu unserem Droof der Verheerer Videoguide. Ja, der erste europäische Weltboss, kann man sagen, der am 3. Dezember freigeschaltet wurde, die Amerikaner, oder auf den US-Realms, ist Talna. Der Boss hat zwei wirkliche Fähigkeiten. Das erste sehen wir hier, das kolossale Schmettern. Und rechts davon sehen wir auch schon diese rasende Rumpler. Und diese Ads sind eigentlich die, den Boss etwas schwieriger gestalten. Wir sehen sie jetzt hier auch nochmal. Es sind so 6, 7 Ads, die einfach nach der Ruf der Erdephase spawnen. Dazu sehen wir gleich noch mehr. Und die sollten einfach von einem Tank getankt werden und von der Gruppe wirklich gefokust werden. Denn alles andere ist hier eigentlich sonst super einfach nicht erwähnenswert. Wir schauen jetzt hier auch direkt mal den Kampf. Knapp 3,5 Minuten hat der Kampf gedauert. Wir sind eine 40er Gruppe, direkt hier das kolossale Schmettern. Wie gesagt, geht davon raus, jeder Spieler, der hier hochgeschmissen wird, hat einfach gefailed. Und ja, hat knapp 130 Millionen Lebenspunkte in der 40er Gruppe. Hier haben wir jetzt Ruf der Erde Phase. Jetzt spawnen gleich auch schon die Rumpler. Ihr seht sie hier schon überall so hin und her wirbeln. Da könnte man theoretisch versuchen zu dodgen, aber ich meine, das muss einfach von den Heilern weggeheilt werden. Ansonsten der Gigaschlag betrifft noch den Tank, da natürlich auch ein bisschen rausgehen. Und sobald dieser Ruf der Erdephase vorbei ist, seht ihr jetzt hier rasende Rumpler erscheinen überall. Es sind meines Wissens nach 6 Mobs, die hier erscheinen müssten. Auch hinten im Raid sind auch noch der ein oder andere Mob. Und ja, versucht die einfach so wie jetzt hier an einen Tank zu binden. Und einfach zu fokussen. Ich habe hier auch in dem kolossales Schmettern gefailed. Ihr seht ja, ich wurde nach oben geschmissen, habe ein bisschen Fallschaden bekommen. Das ist einfach Schaden, den man wirklich vermeiden kann. Ansonsten kann der Boss nicht wirklich viel. Er droppt 650er Item-Level-Gegenstände. Und wie Blizzard jetzt bekannt gegeben hat, ist wirklich nur entweder Droof, also der aktuelle Boss hier, den wir sehen, da, oder aber Talna. Wie gesagt, EU-Server haben Droof, US-Server haben Talna in der ersten Woche, also in der 3. Dezember 2014 Woche. In der nächsten Woche wird es dann wahrscheinlich umgekehrt sein. Beide Weltbosse werden gleichzeitig nicht da sein, also falls sie irgendwie jetzt gerade auf der Suche nach Talna seid. Er ist noch nicht da. Es ist wirklich nur Droof da. Und ja, den sehen wir ja hier. Ich hatte das Glück, dass ich zweimal Gold bekommen habe. Juhu. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück bei dem Boss. Und ja, ansonsten nutzt die organisierten Gruppensuchfunktion wirklich für den Boss. Erleichtert die Sache einfach ungemein. Und ist auch wirklich mit Random-Gruppen, sage ich mal, mehr oder weniger legbar. Eigentlich ist das mehr legbar, denn der Boss ist wirklich nicht schwierig. Also gerade mit steigendem Item-Level, den die Spieler ja dann auch immer besitzen, wird der Boss einfach noch leichter. Wenn ihr, wie gesagt, wirklich euch auf die Ads konzentriert, dem kolossalen Schmettern ausweicht und halt die Ads wirklich priorisiert und nicht dumm, stupide auf den Boss nuked, ist das hier alles gar kein Problem. Und die Heiler, ihr solltet schon ein paar Heiler mitnehmen. Gerade in der 40er-Gruppe bringt es nichts, wenn ihr da irgendwie nur 2 Heiler habt. Das ist dann ein bisschen sinnfrei, denn der Schaden, auch dieser Ruf der Erdephase, ist dann doch schon, ein bisschen krass. Aber ich meine, mit 6, 7 Heilern sollte das ja alles gar kein Problem sein. Ihr seht ja auch, bei uns hat es sehr gut geklappt. Ich möchte fast sagen, ohne Toten. Aber ich glaube, wir hatten den einen oder anderen Toten dann. Aber der Friedhof ist nicht weit, also so viel sei gesagt. Der Friedhof ist nicht weit. Alles in allem ein sehr, sehr einfacher Boss und wie gesagt, Talna, Droof wechseln sich wöchentlich ab. Beide Weltbosse werden nicht gleichzeitig zur Verfügung stehen und mit Patch 6.1 bzw. der Schwarzfelsgießerei kommt ja noch ein weiterer Weltboss dazu. Den werden wir euch dann natürlich auch noch vorstellen. Alles in allem ein sehr, sehr einfacher Boss und ich wünsche euch viel Spaß in Gorgrond. Die genauen Koordinaten und so weiter, wo der Boss sich befindet, findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich sage bis dahin, liebe Leute, macht es gut, haut rein, ciao.